gute Musik. Und die haben wir heute im Grunde importiert aus der Schweiz, lebt aber mittlerweile in Berlin, hat eine neue Platte rausgebracht. Und wir hören Weltmeister von Sophie Hunger. Ich bin ein Weltmeister. Ich kann das, was du nicht kannst. Vor mir verbeugen sich die Sportminister. Ich hab ne Flamme in der Hand. Sieben Milliarden Weltmeister. Keiner weiß, wie es geht. Es ist ein strapaziertes Etikett, aber sie ist ein Superstar in der Schweiz und auch hier in Deutschland hat sie wahnsinnig viele Fans. Und Sophie Hunger ist aufgewachsen in London, in Bonn, in Zürich und in vielen anderen Gegenden schon unterwegs gewesen. Jetzt lebt sie in Berlin. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen nochmal. Hallo. Aber ihr in Anführungsstrichen richtiger Name, ich muss gucken, ich muss auf meinen Spickzettel gucken. Eigentlich heißen sie Emily Jeanne-Sophie Welti. Hunger. Hunger. Was haben Sie mit dem Rest Ihres Namens gemacht? Mit dem gehe ich einkaufen und zahle meine Steuern. Und wieso haben Sie tatsächlich, aber dahinter steckt ja eine Geschichte, Ihre Mutter hieß so? Meine Mutter heißt so, also die Hälfte meiner Familie heißt so, die kommen aus den Bergen. Die benutzen auch immer noch so, wie heißen diese kleinen Tiere, wenn man die Blut absaugen? Blutegel. Blutegel. Ja, die sind die Hungers. Die wohnen in Safia-Platz, da heißen alle so. Okay. Lassen Sie uns nicht über Blutegel sprechen, sondern über Ihre Musik, denn die raubt nicht Blut, sondern die gibt vor allen Dingen viel Gefühl. Ein bisschen entrückt ist das. Finden Sie das auch? Was so schön das? Verrückt, entrückt, so ein bisschen neben der Spur. Okay, gut. Ja? Ja. Okay, wir diskutieren das, glaube ich, später nochmal genau aus. Vielleicht ist das ein sprachliches Problem zwischen Ihnen und mir. So, das ist Ihre vierte Platte. Was ist das Besondere für Sie selbst? Dass es sich so anfühlt, als wäre es meine erste vielleicht. Und das, das würde ich sagen. So. Und Sie gehen am 6. Mai auf Tour. Tourstart ist in München. Touren Sie einmal quer durch Europa? Ja, doch, durchaus. Okay. Also in Rumänien spiele ich zum Beispiel nicht, aber sonst mehr so im Westeuropa leider nur. Bisschen. Und das Schöne ist, es ist Deutsch, aber es ist auch Englisch. Gibt es auch ein bisschen Schweizerdeutsch? Ja, es gibt auch Schweizerdeutsch, das Lied Heicho. Das handelt von einem Kind, das zur Mutter sagt, es kommt erst wieder nach Hause zum Sterben. Das ist ein sehr fröhliches Lied. Und dann gibt es noch ein Lied auf Französisch. Das singe ich mit Eric Cantona. Der ist auch Fußballer. Der Fußballer. Wow. Gewesen. Ja. Okay. Aber wir hören jetzt Supermoon. Genau. Sophie Hunger, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und wir diskutieren, wie gesagt, gleich nochmal aus, was das heißt mit dem Entrücktsein. Es ist auf jeden Fall wunderbar. Morgen sehen wir uns wieder ab 5.30 Uhr. Jetzt Sophie Hunger live im ZDF. I'm a supermoon, I'm your friend in blue. I couldn't be more perfect. I'm a supermoon, a heart balloon. My life is like a desert. I was cut out of your stone. I'm empty, but I'm never alone. You turn around, turn in circles all the time. You're stuck and you're restless. You're out of sight, you reappear. I know I'll always see you there. You're lame and you're breathless. I was cut out of your store. I am empty, but I'm never alone. Ooh. So
Sometimes I'm cold and sometimes I burn. But when I look at you, oh, I see the world. But you gotta learn to say it. You gotta turn your eyes from me. You gotta see things naked. I was cut out of your store. I'm empty, but I'm never alone. Sometimes I burn, and sometimes I'm cold. But when I look at you,